Hallo und herzlich willkommen. Auch heute gibt es wieder Nachrichten hier bei der Battlefield Hardline Beta, wieder gemeinsam mit Lerundo. Auch hallo wieder von mir. Ja, wir sehen uns gerade wieder die drei wunderschönen wechselnden Bilder an. Bald können wir sie alle auswendig. Ich weiß es schon genau. Ja. Und heute werde ich den Pionier spielen. Habe ich gehört, ja. Hatte ich so in Erinnerung. Hat's der letzte? Okay. So, jetzt müsstet ihr auch wieder was sehen. Wir hatten gerade das wunderschöne Windows-Farbschema. Gut. Auch hier gibt es wieder Customize natürlich. Wir könnten jetzt hier uns neue Waffen kaufen, aber ich möchte erstmal die Standardwaffe zeigen, die jetzt hier der Pionier oder Mechaniker, wie man es nennen will, besitzt. Wo muss ich eigentlich hinfahren? Ah! Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollte nicht ich fahren. Ich soll ich fahren? Nee, schon okay. Aua. Jetzt kann ich da hinterher. Ja, ich. Ich bin aus meinem Auto ausgestiegen und. Wir sind Bullen, hab ich gehört. Ja, heute sind wir mal die Bullen. Und das ging natürlich jetzt hier ganz stark los. Jetzt nehme ich mal fahren lassen. Ja, ja, okay. Willst du jetzt fahren? So, wo ist er denn? Da ist er. Dann gehe ich mal zu dir. So, ähnlich wie bei Rush müssen wir jetzt die Kills machen. Als Polizisten und einfach verteidigen. Lass das mal irgendwas einstürzen. Bam, Vehicle Destroyed. Ich hab hier ein Munikit drin für dich, hier drin. Okay. Gut, schnell. Ich hab mal angehittet. Zumindest mal. Bisschen was. Immer schön markieren. Ja. Naja, der ist doch markiert. Der Typ. Okay. Wir können schon mal Richtung A laufen, denn das müssen wir ja verteidigen. Gut, und wie jemand hat das Package fallen lassen. Das ist schon mal sehr gut. Achtung, das auch jetzt. Genau, das musst du nur abwarten. Und das brauchst du auch nicht aufheben, das ist dann automatisch wieder am Start tot. Diorna. Gut, ich bleib mal hier beim Recovering. Ich auch, ich auch. Ich setz mich auch dazu ins Auto. Ja. War keine gute Idee. Vor allem, ich wurde vom Muscle Car getötet. Ich habe keine Ahnung, wie der mich jetzt getötet hat, genau. Mein Muscle Car ist explodiert, wo ich drin saß. Okay, und das war dann sozusagen seine Waffe. Anscheinend. Interessant. Gut, dann. Ich hab Polizeimotorrad. Gut. Hier, vor uns. Vor uns. Vor uns. Das ist wunderschön, wenn du dort genau zwischen die Gegner fährst. Ich stand auf einer Laterne. Ich konnte mich weder vor noch zurück. Ja, dann verkenne ich erst hoch. Ja. Aber nicht gedacht, dass da so viele sind. Und was mich extrem stört gerade, ist, dass unser Team so rumflamet, dass die so rumheulen. Yep. Oh mein Gott, kann man gar nicht die scheinen alle zum ersten Mal zu spielen und das sind ja solche Kackboons. Nein, ich spiele das Spiel bereits seit 3 Monaten, denn es ist eine Beta. Genau. Das ist so lächerlich. Oh, ich habe gerade jemanden überfahren sehen. Und ich bin hier gerade in einem Nest und ich habe eine MG. Verdammt hier. Ich habe noch keine Ahnung, wie man jetzt hier spielen soll, aber irgendwie macht unser Team auch gerade nur Trolling hier. Oder versucht es zumindest. Wow. Gut.
Gut, schnell hinterher, komm, komm, komm. Scheiß Fahrstuhl, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, da habe ich jetzt gerade mal einen gegenseitigen Kill gemacht hier. Was auch immer ich hier gerade, was ja auch immer für eine lustige Waffe hatte. TEC-9. Ach, das ist diese lustige Sniper-Pistole, genau. I remember. Was ist mit meinem Teammate? Ich dachte mal, mit. Hm. Was ist mit dir? Ich bin gerade erst gespawnt, sorry. Nein, das. Haben wir eigentlich jetzt schon verloren oder ist noch irgendwo ein. Keine Ahnung. Ja, ich bugge natürlich schon schön rum hier an der Spawn-Position, wenn die uns hier zukämpfen. Das ist alles ein. Ja, das ist ein Traum hier mal wieder, dieser Server. Weil wir hier leider gerade am Spawn richtig schön zugekämpft werden. So, wo auch immer der gerade ist, dort mit dem Attack. Na, boah. Eben nicht. Ist eigentlich eine Außenkamera? Ja. Das ist doch schon mehr wie Need for Speed hier. Boah, leck, leck, leck. So, ich trau mich mal ein bisschen vor. Ich habe hier gerade ein bisschen. Ich habe den Typen getötet. Und er hat gleich, sehr gut, da muss gleich ein neuer aufgenommen. Ja, 150 Punkte bekommt man daher. Und gleich ein neuer hat aufgenommen. So. Recover the bag. Hm. Es ist halt der Nachteil in diesem Spielmodi, ist halt, dass sehr viel gekämpft wird. Ja. Da hat gerade irgendjemand mit RPG oder sowas auf mich geschossen. Hm, ich liege hier einfach mal hinter den Kübeln. Das Dorf mal schaffen. Ja, ja. Ja. 46 Tickets, das ist noch jede Menge. So, also wie gesagt, das ist ja alles ziemlich so wie der Pionier. Gut, der hat nicht lange überlebt. Ich weiß gar nicht genau, wo ich jetzt hingehen soll. Ja, theoretisch müssen wir verhindern, dass sie das Teil hier aufheben. Dieses Paket, so der Sinn des Spiels. Und so wie dieser Helikopter da gerade fliegt, wird der bestimmt gleich von RPG abgeschossen. Alles gerade hier ein richtiges Gecamp und ich beteilige mich da gerade so ein bisschen dran. Das ist gerade interessant. Ach, ich auch. Ja, ja. Kein Ding. Aber das ist bei Rush auch nicht anders und ich bin eigentlich auch kein Freund von Rush. Wir werden dann auch mal gucken, als nächstes erstmal kurz aufhören mit Aufnahmen und uns mal den anderen Spielmodus angucken. Ja, und ich wurde gerade gemessert. Das ist natürlich wunderschön. Oh, ich wurde gesniped. Mhm. Und ich weiß, wo die Sniper sind. Und dann werden wir mal sehen, dass wir vielleicht für den zweiten Teil dann den anderen Spielmodus spielen. So.
Dann deploye ich mal bei dir. 24 ja. Tickets. Bin voll auf dem Weg. Und direkt vor uns dann dürften auch bald... Also es ist halt auch abhängig davon, was du für ein Team hast. Und zwar sehr stark bei diesem Modi. Das ist halt bei... Achtung, raus! I got a rocket. Ja, danke schön. Ich hab gesagt, raus. Ja. Raus war da gerade nicht so gut. Dann fahr lieber irgendwo hin, wo es einigermaßen sicher ist und dann zu Fuß weiter, weil dann aussteigen mit dem Gebiet ist schwachsinnig. Ich hab nicht gedacht, dass ich runterfalle. Ja. Zu meiner Verteidigung. So, wo steigen wir denn jetzt mal bei? Ja, von mir aus. Die sind auch hinter uns. Oh, die kommen gerade richtig deftig von hinten. Richtig deftig. Richtig deftig. Also richtig von hinten, so richtig hart. Richtig deftig. Loot returned. Protect the vault, habe ich gerade gemacht. Gut, jetzt ist es wieder da hinten. Ein Stückchen weiter hinten. Alter, ist da nicht möglich. Und wenn wir jetzt mal wieder dorthin gehen. Es gibt Leute, die campen nur den Spawn zu und interessieren sich gar nicht für das Paket. Und ich habe den Typen getötet, der gerade das Package uns stehlen wollte. Und Kill Assist immerhin hier. Oh, ich hab dir hier ein bisschen Muni hingetan. Gut. So, jetzt können wir hier. Hier steht unten rechts: Hold Q for Rep Perk. Jetzt können wir uns nämlich hier irgendwie so eine Squad Perk aussuchen, dafür, dass wir so gut gespielt haben. Da nehme ich jetzt. Warte. Habe ich ja jetzt irgendeine genommen? Keine Ahnung. Oh, da hinten ist ein Sniper. Vorsicht. Und wir haben gewonnen. Yeah. Ich glaub's nicht. Genau. Ich glaub's nicht. Campen können wir dann doch noch ganz gut. Und wir sehen hier das wunderschöne Rumgeflame. Diesmal der Gegner zur Abwechslung. Ja. Oh, ich bin aufgestiegen. Und ich würde sagen, wir versuchen gleich noch eine Runde hinten dran zu hängen. Das sind jetzt so 13 Minuten rum. Ja, schaffen. Ja. Das heißt, wir sind dann wieder Angreifer oder wechselt das hier nicht? Ja, keine ich Ahnung. Denke mal. Wir werden es sehen. Dieses wunderschöne Wolfslogo, das interessiert mich auch sehr. Ja, jetzt können wir hier nochmal gucken. Also hier, jetzt haben wir Overview, so verschiedene Statistiken, wie man es auch so ein bisschen aus Battlefield 4 kennt. Allerdings halt noch so ein bisschen ungewohnt und unübersichtlich für mich jetzt. Das sind jetzt hier so Patches? Keine Ahnung. Hier kann man dann direkt den Battle Report veröffentlichen im Battle Log. Also das ist auch irgendwie so, oder ich weiß nicht, ob das im richtigen Battle Log mit integriert ist oder nur in einem eigenständigen Battle Log. Auf jeden Fall. Ich glaube, das gehört alles zusammen. Auf jeden Fall funktioniert das auch mit darüber. Diesen Knopf kennt man ja auch aus Battlefield 4. So, und dann werden wir uns mal nach dem Ladebildschirm gucken, was wir so dürfen. Ich freue mich schon wieder auf den gepanzerten Band. Ja. Was ich auch interessant finde, was ich eine gute Änderung finde, ist, dass die hier der Spielbeginn, dass der erst losgeht, wenn eine bestimmte Anzahl von Spielern in beiden Teams, also mindestens 6 Leute, bereit geklickt haben. Ja, das ist gut fürs Balancing. Damit nicht das eine Team schon mal richtig vorrückt. Genau. Schon alleine darum, dass halt die PCs doch unterschiedlich sind bezüglich Ladezeiten. So, jetzt tue ich doch nochmal ganz kurz Customize. Jetzt habe ich hier jede Menge Geld und jetzt kaufe ich mir hier mal die P90. Ja. Jetzt habe ich eine P90. Habe ich das nicht gerade schon purchased? Jetzt habe ich es purchased. Gut, jetzt habe ich die. Wunderschön. Ist das Trash? Ach, egal. Nehmen wir einfach mal so in Standardausführung. Und gehen wir hier zu Deploy. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so dann bleibt. Ich glaube, das wird alles dann noch ein bisschen, dass du weniger Geld bekommst oder sowas, weil du schaltest jetzt wirklich verdammt schnell neue Waffen frei.
weiß nicht, ob das so bleibt. Auch diese Service-Stars, weil ich in der letzten Folge schon mal angesprochen habe, diese roten, ja, Sternchen da, das sind Service-Stars, die bekommst du jetzt bei 10 Kills. Ich weiß nicht, ob das noch so bleibt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Okay. Ich habe jetzt übrigens auch C4. Gut. Here we go. Take the wheel. Gut, und jetzt diesmal wirklich jetzt hier hart campen, damit wir die behalten. Weil wenn wir das am Anfang schaffen, dann haben wir ganz gute Chancen. Also wenn die dann noch hier an diesen Positionen campen können und wir hier 30 Sekunden lang warten müssen, bis diese gepanzerten Transporter aufgesprengt sind, dann ist das absolut blöd für uns. Um das mal so zu sagen. Oh, du bist gestorben. Ja. Die hocken alle hinter der Ecke. Okay, ich hoffe, die halten oben B. Ich bleib hier mal bei A. Da hinten sind sie. Ah, da bin ich jetzt gestorben. Aber wir haben das Fahrzeug in die Luft gesprengt, immerhin. Oben links steht auch wunderschön Beta Trial. So, dann haben wir den anderen auch bekommen? Nein, B haben wir nicht bekommen. Nee, doch, B haben wir auch bekommen. Alles wunderbar. Wird ja ein Polizeiauto. Los, fahr, fahr, fahr. Gut, das erste haben wir schon geschafft hier. Oh, ein Heli. Ich lass dich raus, jetzt raus. So, und ab in den Bus hier und campen. Oh, knapp am Heli vorbeigeschossen. Das wackelt hier und ruckelt und ja. Bäm, ich habe ihn getroffen und ihm 51% Schaden gemacht, nur. Also das heißt, ich muss ihn zweimal mit der APG treffen. Mann. Ich kam gerade noch ein Gegner in meinen Bus und hat gedacht, er kann neben mir kämpfen. Ja, da hättest du dir mal Mühe geben können, den eine Sekunde später zu töten. Warum? Weil er mich getötet hat. Eine Sekunde später hast du aber gerade gesagt. Ah, jetzt bin ich auch tot. So, okay. Wir haben noch, da ist noch ein Package, das müssen wir jetzt mal holen. Gut, ja, was willst du? Keine Ahnung. Such dir mal ein Auto aus, ich join dann bei dir. Naja, dann. So viel zum Thema. Okay. Aber wir fahren hier mit einem Auto. Ich hab mein eigenes. Puh. Wie komme ich hier hoch irgendwie eigentlich? Vor die Rampen an der Seite. Mit Linksklick, also mit Schießen. Oh, verdammt, ey, ich hab's nicht drauf. Kann man übrigens hupen. Ich glaube, beim Polizeiauto kann man einfach Protect the Carrier. Ja, dann machst du die Sirene an. So, jetzt rennen wir natürlich alle dem mit dem Paket hinterher und hoffen, dass der überlebt. Gut, ich renne ihm jetzt mal wirklich hinterher hier. Wohin auch immer wir das jetzt bringen müssen. Oh, das sieht ja wirklich böse aus hier. Mit der Zerstörung. Ja, so wirklich viel Schaden macht die P90 nicht. Muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Okay, schießt wahrscheinlich ziemlich geradlinig und ziemlich schnell. Ja, aber halt ziemlich verdammt wenig Schaden. Gut, dann gucke ich gleich mal die letzte noch an, die Uzi. Ich hab's ja. So, to deploy und dann da. Oh, das war nicht gut. Hat man irgendein Haus gerettet hier. Meine Güte. Protect the Carrier ist immer noch unsere Aufgabe.
Ja, ich werde gleich bei dir spawnen. Das so eine gute Idee ist. Aber einfach nur, weil ich es kann. Einfach nur, weil du es kannst. Ja, wenn du übrigens an der Gefahrenzone bist, wird das Spawn bei mir, habe ich da ein Ausrufezeichen vor deinem Namen. Jo. Und ich habe ja ein MG. Das ist schön. Ich muss sagen, das MG. Und Spielsatz und Sieg, würde ich sagen. Ja. Das war zwar immer noch von mir persönlich jetzt nicht so der Oberburner, aber immerhin haben wir diesmal zweimal gewonnen. Das ist doch einfach wunderbar. Schön, ja. Genau. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zum Versorgungssoldaten auf dem neuen Spielmodus, hoffe ich mal. Genau. Ciao. Bloody Money.